Zwei junge Männer sind in Gröditz in der Nacht zu Sonntag von mehreren Unbekannten angegriffen und schwer verletzt worden. Eine Gruppe von etwa 20 Männern soll die beiden bedrängt und mit Metallstangen auf sie eingeschlagen haben, so die Polizei. Nach Zeugenaussagen soll es sich bei den Angreifern um Bewohner eines nahegelegenen Flüchtlingsheims gehandelt haben. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist nicht bekannt.